So, nachdem wir jetzt ja doch ein paar Stündchen damit verbracht haben, hier das Inventar auszusortieren, Tränke zu brauen und dergleichen, würde der Markus jetzt ganz gerne losziehen. Und zwar in ein Gebiet, wo er vorher noch gar nicht war, um denn zusammen mit ihr ein paar Höhlen oder Ruinen auszunehmen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob er noch Hunger hat. Mehr Essen. Okay, Slaughterfish. Mudcrabs. Slaughterfish, Mudcrabs. Immer noch hungrig. Okay. Noch das und das und das. Das ist ganz viel durcheinander gemischtes Essen, das nicht besonders lecker zu sein scheint. Okay, hilft nichts. Wir brauchen da ein Rehsteak. Sollte ich Ihnen ein paar von mitnehmen? Da, Elchsteaks. 3 Stück. Go. Und ein bisschen Kohl. Das sollte dann aber satt machen. Ja, sehr gut. Trinken. Das ist noch Flusswasser. Kann ich das auch irgendwie auskippen? Ups. Es war wohl falsch. Markus hat es getrunken. Aber gut, wenigstens ist er nicht mehr durstig. Das heißt, Flaschen gleich auffüllen. Ich habe noch ein paar viele Tränke dabei. Die sollten ein bisschen umsortiert werden in Ellies Satteltaschen. Und ich überlege mir gerade noch ein bisschen was an der Bewaffnung zu ändern. Nur für den Fall, dass wir auf diverse Gegner treffen. Dass wir sie dabei haben. Das Ding könnten wir zum Beispiel Ellie aufschnallen. Allerdings habe ich nicht besonders gute Bolzen, richtig? 6 orkische Bolzen, das macht nicht viel. Nee, was mit dem Silberschwert? Gegen Vampire? Wobei da steht nicht bei, dass es gegen Vampire mehr wirkt. Das ist ein bisschen irritierend. Der macht auf jeden Fall mehr gegen die Untoten, wenn er dann aufgeladen ist. Aber das kann ich jetzt ja. Nimm den mal mit. Und die besten. Und Silberbolzen. Ja, das klingt auch super. Das kannst du auch mitnehmen. Feuerballstab. Habe ich überhaupt genug von den Kristallen, um das aufzuladen? Nimm dich mal mit. Der Rest ist oben drin, ne? Und da sind noch ein paar Patty. Das war's. So, zeig mal her. Ich hätte gerne den da. Charged mit. Wow. Fast voll aufgefüllt mit einem Common Soul Gem. Das ist doch sehr praktisch. Okay. Dann, was war das andere? Ich hatte doch gerade irgendwas noch mitgenommen gehabt. Das zweite, was aufgeladen werden müsste. Ich bin nicht vergesslich. Das ist alles geplant oder so. Der Rest braucht keine Ladung hier. Okay, du kommst dann auf jeden Fall mit. Die Silberbolzen habe ich auch dabei. Und die lasse ich in der Satteltasche, um eventuell Sachen aufzufüllen. Achso, den Stab wollte ich eventuell noch auffüllen, den Feuerballstab. Aber den habe ich ja gar nicht mitgenommen. Was ist mit Paralysestab? Der ist, glaube ich, bei Ellie in der Tasche. Ja, okay. Also, falls wir auf Untote treffen, hätte ich das ganz gerne zumindest in der Satteltasche dabei. Das heißt jetzt ein bisschen rumwuseln in den Satteltaschen, dann reiten wir nach Falkress. Da könnten wir noch mit ein, zwei Leuten sprechen. Mir fällt ein, dass der, ich glaube, der Onkel vom Steward war es. Der wollte noch mit Markus sprechen. Du. Genau, gib mir den Paralysestab. Gib mir die anderen Sachen nicht. Dafür gebe ich dir mal die Armbrust und die Bolzen. Und ein paar von den Tränken, was gewichtsmäßig sonst nicht wirklich gut ausschaut. Und Stamina-Tränke brauchen wir gar nicht mehr so viele jetzt, wo wir einen Mirrors Ring haben. Okay. Hallo. Auf noch Falkreath. Und wenn der Onkel nichts wirklich Interessantes für ihn zu tun hat, für den guten Markus hier, dann geht es nach entweder Dawnstar oder Winterhold. Irgendwo nach oben im Norden. Weil da haben wir noch nicht sehr viel aufgedeckt. Das heißt, die Chance, irgendwas zu finden, was Max erledigen könnte, was auch in seiner Kragenweite liegt, sind da sehr hoch. Hier hätten wir zum Beispiel noch die Vampirhöhle, die relativ nah dran ist, wo wir gerade dran vorbeigeritten sind. Aber das ist halt eine Vampirhöhle. Und selbst mit Eola ist das dann vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube, wir mussten hier schon runter, richtig? Ja.
Auch wenn es eine Weile her ist, wir waren schon oft genug hier. So, keine Wache umrennen, schön langsam werden. Und den Onkel vom Jarl suchen. Oder vom Steward, eins von beiden. Das war der Onkel vom Jarl. Wird wahrscheinlich im Langhaus sein, hm? So, Helm ab. Sieht so schon unpassend genug aus, da reinzugehen. Da muss man hier noch einen Helm aufhaben, der das gesamte Gesicht verdeckt. Das könnte die Wache ein wenig persönlich nehmen. Neola. Das ist sehr unpassend. Scheiß auf dem Pferd festgewachsen zu sein. Nein. Nein. Ich möchte, dass du absteigst. Danke. Nö, will sie so gar nicht. Na, gucken wir mal. Solange du nicht gleich wieder auf das Pferd aufspringst und das Pferd am besten nochmal hier rausbringst, ist alles gut. Also mit dem Jarl wollte ich nicht sprechen. Klopf, klopf. Keiner zu Hause. Da drüben ist die Wache und die Stewardin. Ja. Klopf, klopf. Aber nicht die ältere Verwandtschaft vom Jarl. Hier unten war noch ein imperialer Soldat, den ignoriere ich gekonnt. Und das sind die Gemächer des Jarls. Nö. Okay, der ist also nicht hier drin. Treibt sich dementsprechend irgendwo in der Stadt rum. Das Ganze ist ein wenig schwierig gestaltet. Eola! Du musst unbedingt damit aufhören. Folgen wir bitte zu Fuß. Wir sind hier mitten in der Stadt. Gut. Also, wo könnte der alte Herr sein? Eventuell hat er ein eigenes Haus. Aber den jetzt zu suchen wäre ein wenig zu langatmig. Was? Du bist der Schmied. Das ist die Farm, wo das Mädchen getötet wurde. Das wurde ja gerecht, das Mädchen. Hier ist der Holzverarbeiter, der ziemlich krumpig war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Onkel vom Jarl in so einer Hütte hier haust. Na gut, klopfen wir mal und gucken rein. Oh, doch, das bist du doch. Tikla has been known to pass information to that. I was Jarl once, but I was encouraged to step down when I took sides with the Stormcloaks. It was an imperial plot, I tell you. Mhm. Eine Verschwörung, sagst du? Well, not against me, against all of Falkreath. Those imperial bastards are spying on every one of us. Last night I saw Laud the blacksmith writing a letter. Probably sending word to Solitude and General Tullius. Are you loyal to Skyrim? Break into Laud's house and get that letter. Huh. Das klingt schon ein wenig zu sehr danach, sich einzumischen in der Stormcloak Imperial Geschichte. Also eine Seite bekennen. Aber ihn auf unserer Seite zu haben, wäre schon ganz praktisch. Zumal der amtierende Jarl ja Markus ziemlich an der Nase rumgeführt hat mit mach mal diesen Auftrag, mach mal jenen Auftrag und immer den Titel vorgehalten hat, den Markus da nie bekommen hat. Also ja, warum nicht? Wir sollen einen Brief stehlen. Wobei ich sagen muss, es ist nicht unbedingt gut, Auftraggeber zu haben, die paranoid gestört sind. Es kann nach hinten losgehen. Also Lord dem Blacksmith sollen wir einen Brief klauen. Nun gut. Er ist gerade bei der Schmiede. Gucken wir mal, ob seine Frau da ist. Nein, die Tür ist abgeschlossen. Ellie, bleib bitte erstmal da. Ich will nicht, dass du die ganze Zeit hinterherläufst.
Und am helllichten Tag einbrechen ist ein wenig zu unpraktisch. Ach, zu gefährlich. Wobei... gucken gerade alle woanders hin. Das ist ein relativ leichtes Schloss. Rainer? Okay, okay, okay. Nur schnell einen Brief suchen. Da ist ein Brief. Ich kann alles an Eisen gebrauchen, was du sammeln kannst. Doppelte normale Order. Ja gut, das hat nichts mit irgendwelchen imperialen Verschwörungen oder so zu tun. Schnell raus. Bevor irgendjemand das mitbekommt. Und kannst du mal weitergehen. Dumm, dumm, dumm. Na, dann können wir zu Dengi gehen und ihm sagen, dass es alles nur in seinem Kopf war. Ich glaube kaum, dass wir dafür irgendeine Belohnung bekommen, aber was soll's. Wenigstens eine Sache erledigt. Und ein Drama weniger in diesem kleinen Kaff. Ey, wo bist du hin? Da bist du. Oh, ist ganz schön groß. Enemies and ears. Both are everywhere. Hier ist der Brief. What's this? Some kind of code? Need as much iron ore as you can dig up. Well, he's not spying, but it's clear the Empire is making Lord smith up more swords and armor for them. Good work. Take this. Hast du noch irgendwas für mich zu tun? You may have seen the open grave in our graveyard. Most of the townsfolk think it's the work of a corpse thief. The truth is less pleasant. It was the grave of Vigar, my own ancestor, dead for centuries now. He is also a vampire. My family is entrusted with keeping him buried. But recently, someone stole the ward stone, and Vigar escaped. Vampire jagen, hm? Gut, dass ich den Bogen mitgenommen habe, also den Crossbow. Und du willst also, dass ich den ward stone finde? No, it's too late for the ward stone. Oh. Vigar must be destroyed. If this gets out, my family will suffer great shame. Wenn es eine große Schande für deine Familie wäre, ist doch bestimmt viel wert, hä? Okay. Ich werde Vigar destroyen. Good. He will have fled to gather others of his kind. Oh. Andere. Mehrere. Oh. Oh Gott. Also ein Vampir hätte ich ja noch verstanden. Bedeutet meistens, dass es kein besonders starker Vampir ist. Aber wenn er andere Vampire zu sich ziehen kann, ist er eventuell doch ein Ticken stärker. Und er hat Markus gezeigt, wo die Höhle sein könnte, wo er sich zurückgezogen hat. Das heißt, ich mach mal so und guck mal auf die Karte, wo das sein soll. Und ich sehe nichts. So. Da unten. Bloodlet Throne. Ist gar nicht so weit weg. Könnte nur schwierig zu erreichen sein. Also wir müssten jetzt der Straße folgen. Bis fast zu unserem Haus. Und da dann rechts rein. Und dem bis zum Ende folgen und ein bisschen weiter runter Richtung Wasser. Eventuell geht es auch hier rum. Angis Camp ist oben auf dem Berg. Ich denke nicht, dass es hier durchgehen wird. Wir müssen wirklich über diesen Pass. Ist das denn ganz oben auf dem Berg? Oder ist das hier die Straße lang? Ja, das werden wir gucken müssen. Also ich probiere erstmal die Straße hier hoch an der Ancestor Glade durch und dann hier lang. In der Hoffnung, dass es oben auf dem Berg ist. Wenn es nicht oben auf dem Berg ist, müssen wir irgendwo einen Weg finden, da runterzukommen. Also anstatt Vampire zu jagen, jagen wir jetzt Vampire. Schön. Aha. So, Ellie. Du hast da was ich brauche.
Und zwar das da und das da. Gut, alle hopp. Richtung, muss erstmal den Helm wieder aufsetzen. Und die Straße Richtung nach Hause nehmen. Das wäre hier lang. Nee, nicht hier. Oh, wobei, wo ich den Brunnen da gerade sehe. Kann ich das hier auffüllen? Nee. Scheint gerade nicht besonders viel Wasser zugänglich zu sein. Aber zwei Ladungen im Wasserschlauch sollten noch vorhanden sein. Das reicht hoffentlich für heute. So, jetzt schön flott Richtung nach Hause. Und dann die Straße finden, die rechts abzweigt, den Berg hoch. Eigentlich war ich mir relativ sicher, dass es zu Angi hier schon irgendwo den Berg hochging. Aber ich denke, nee, das ist die eine Abzweigung mit dem Turm. Das heißt, die nächste Abzweigung rechts ist das schon. Unser Schutt wurde immer noch nicht weggeräumt. Hier? Hier. Okay. Also hier einmal durch. An bzw. durch eine Ancestors Glade, an die ich mich momentan nicht erinnern kann, aber Markus anscheinend. Ist das da die Straße? Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was es war. Auf dem Weg zu Angi hoch waren wir bei einer Höhle gewesen. Also einmal einer Höhle mit einem Bären. Da hatten wir, glaube ich, den ersten oder zweiten Bären getötet. Mit Hilfe von Gift damals noch. Und es gab eine Höhle mit Spriggans. Ja, das könnte die Ancestors Glade gewesen sein. Es wird langsam kühl, das ist richtig. Werf mal, hast du den Pelz noch dabei? Nee. Du such mal Traveler's Coat, ja. Ist jetzt zwar doof, weil es gerade regnet. Und das Ding eine ganze Weile nass bleibt. Aber sonst erfriert Markus noch, bevor er da ankommt. Und das hier sieht nicht mehr wirklich nach einem Weg aus. Aber was ist das Einzige, was da ist? Ah, hier geht's weiter, okay. Das ist dann die Ancestors Glade, diese Höhle. Haben wir schon geplündert. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da drin schon fertig waren. Allerdings würde ich lieber erstmal, solange Max noch einigermaßen warm ist, das Vampirnest finden. Das heißt, dem jetzt weiter folgen. Irgendwann verläuft sich das Ganze und dann weiter Richtung Nordosten oder so. Nordosten? Nein, Südosten. Richtung Wasser runter. Schneefuchs? Ja. Da sehe ich eine Ruine. Das wäre doch genau der richtige Ort für ein Vampir. Soweit alles ruhig. Keine Skelettwachen oder dergleichen hier draußen. Umso besser. Dann kann Ellie hier bleiben. Wechsel bitte auf dich und Silberbolzen, genau. Tränke sind soweit in Ordnung. Ring und Amulette müssten auch richtig sein. Jupp, okay. Auf zur lustigen Vampirjagd. Schleich.